Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns an, wie wir mit zwei Kameras zwischen dem Charakter und der zweiten Kamera mit Z-Target View Blend Mode springen können. Wir werden Folgendes machen: Wir werden erstmal eine Kamera, erst einmal einen Basic Cube hier reinsetzen. Die Idee erzähle ich euch gleich. Dann tut ihr einmal die R-Taste drücken. Das kannst du entsprechend skalieren, dass es aussieht wie ein Tor. Hoch mit dem Ding. Ja. Gut. So. Jetzt machen wir Folgendes. Eine Kamera. Bei Place Actors geben wir Kamera ein und hier steht Camera Actor. Nicht Cine Camera Actor, sondern Camera Actor. Ja, den ziehen wir in unser Level rein. Hier habt ihr auch einen kleinen View, wie die Kamera das sieht. Ja, wir wollen Folgendes. Die Idee ist, wir gehen über eine Triggerbox bzw. einen Schalter und die Tür geht auf. Und sobald die Triggerbox quasi losgelöst wird und die Tür aufgeht, springt die Kamera von dem Charakter zu dieser Tür. Ja? Das kennt ihr bei Spielen, wenn mal irgendeine Tür aufgeht, dann springt die Kamera vom Charakter zu dieser anderen Kamera von dieser Tür quasi, die das Ganze zeigt. So, als erstes müssen wir die Tür erstmal animieren. Das machen wir mit dem Sequence Player. Da geht ihr hier einmal auf diese Zeichen, Add Level Sequence, und dann schreibt ihr hier hin Tür öffnen. Ja? Öffnen und dann speichert ihr das unter Content, ist eigentlich egal, aber ich tue das so. Und dann benennt ihr erstmal das hier mit F2 Tür, ja, und diesen Mesh, ja, das hier, das zieht ihr hier rein in diesen Sequencer. Und dann könnt ihr Transform aufmachen, Location, und wir machen Folgendes: Wir wollen den Frame auf 60 einstellen, ja. Bei Frame 0, bei Frame 0 geben wir diese Position und bei Frame 60 die Position Y wird dann quasi genau hier nach unten gesetzt und ein Keyframe gesetzt. Dann haben wir eine kleine schöne Toranimation, ja. Gut. Das haben wir erledigt, gehen wir auf Speichern und raus damit. So, jetzt machen wir Folgendes: Wir wollen hier eine Triggerbox, ja, dann gebt ihr hier eine Triggerbox, stellt euch so vor, da drücken wir auch die R, wollen das auch skalieren, damit der Spieler das auch nachher berührt, ja, und hier ein Zylinder, das soll quasi einen Schalter darstellen. Ja. Also ihr könntet das auch noch animieren, dass es reingeht beim Triggern, aber wir machen das jetzt einfacher teilweise so. So, jetzt gehen wir auf den Trigger, klicken da auf den Trigger drauf, ja, wenn ich es hinbekomme. Ja. Gehen hier oben hin, Open Level Blueprint, ja. Ziehen das in den Hauptpanel. So, Open Level Blueprint. Hier rechte Maustaste. Wir haben ja den Trigger angeklickt. Add Event hier oben. Context Sensitive muss angeklickt sein. Collision. Add on Actor. Begin Overlap. Ja. So, was wollen wir machen, sobald der Charakter durch die Overlap, quasi durch diese Triggerbox geht? Wir wollen, dass die Animation abgespielt wird. Ja? Tür öffnen. So, wir klicken da drauf, auf diesen Sequence Actor. Rechte Maustaste und Create a Reference zu Tür öffnen. Ja. So, und wir machen Folgendes: Wir schreiben hier rein Play und dann kommt automatisch Play Sequence Player. Enter. So, jetzt ziehen wir uns das Ganze zurecht und Play, ja. Compile und jetzt schauen wir uns das mal an, wie das aussieht. New Editor Window. So, ja, ich mache Escape. Ich tue den Start Actor mal ein bisschen weiter, denn ich höre das wie jedes Mal. So, genau. Und nochmal. So. Und sobald wir hier drauf gehen, spielt die Sequenz ab und es springt am Ende wieder an den Anfang. Das sollte nicht an den Anfang springen. Dazu gibt es eine Lösung. Wir gehen wieder auf diesen Sequence Actor, gehen auf Details, scrollen hier runter und hier steht Pause at End. Den klicken wir an, wieder speichern,
abspielen lassen und ja. Und der Pause. So. Wir wollen noch Folgendes: Sobald der Charakter den Triggerbox verlässt, ja, soll die Tür zugehen. Ja. Ah, ich krieg das noch hin. So, wir haben den Triggerbox angeklickt, rechte Maustaste, Add Event, Collision, Add on Actor End Overlap. Ja, sobald der Actor quasi, das ist ja auch der Spieler, die Triggerbox verlässt. Da brauchen wir wieder diese Animation. Wir können auch Steuerung V oder auch Steuerung D nehmen, ja, das ist duplizieren. Und dann ziehen wir hier den Note raus und schreiben hier rein statt Play Reverse. Play Reverse, ja? Hier steht es schon. Ja, Play Reverse. Und dann nehmen wir diesen Execute-Pin und verbinden das mit Play Reverse, Compile und Play. Also wir gehen hier drauf, die Tür geht auf, wir gehen hier raus, die Tür geht zu. Ja? Jetzt wollen wir Folgendes. Wir haben ja hier eine Kamera. Sobald wir auf die Tür zugehen, soll die Kamera wechseln. So, dazu gibt es einen Node, der nennt sich Set View Blend. Ja? Dazu klicken wir erstmal die Kamera, den Camera Actor an, gehen in den Level Blueprint, ja? Rechte Maustaste und den Context Sensitive müssen wir rausnehmen. Ja? Und jetzt schreiben wir hier rein Set View Target. With Blend. Set View Target with Blend, ja. Und dann klicken wir hier einmal drauf, verbinden das Ganze hier. So, New View Target, das ist die neue Kamera. Die neue Kamera hatten wir ja schon angeklickt, da können wir die Referenz rausholen, aber wir müssen erstmal diese Context Sensitive Nummer anklicken, Create a Reference to Camera Actor und verbinden das damit. So, in den Target kommt Player Character. Also es gibt ja diese allgemeinen Klassen und einer davon ist der Player Controller und den tun wir rausholen. Also sobald ihr Get eingibt, dann habt ihr hier Get Player Controller, weil es ja Context Sensitive ist. So, das war's eigentlich schon, ja. Jetzt haben wir hier noch einen Blend Time. Also wenn wir bei 0,0 sind, dann springt er von der einen Kamera zur anderen ohne Zeitversatz, also ohne Übergang. Also das kann ich euch schon mal zeigen. Jetzt compilen wir. Klicken auf Play und wenn wir hier und ohne Zeitversatz, ja. Jetzt wenn wir auf, sagen wir mal, eine Sekunde einstellen und compilen und wieder auf Play, gehen wieder auf den Schalter, dann ist es so ein Übergang quasi, ja. Genau. Jetzt ist ja so, dass wir zur Kamera springen, aber auch nicht zurück, ja. Das geht ja, wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass quasi die Tür kurz gezeigt wird und dann wieder zurückspringt. Das können wir eigentlich genauso machen, indem wir diesen Node nehmen. Ja, wir klicken da drauf, Steuerung D, ja, duplizieren, verbinden diese beiden Nodes. Ja. Beim Target wieder das gleiche, Get Player Controller. Ja. So, beim New View Target, wir wissen ja, dass Project Settings, wir wissen ja, dass wir den Player Character haben und der Player Character hat ja eine Kamera. Maps and Modes, gehen wir mal hier rein. Ja, so. Also unser Default Pawn Class ist Third Person Character, ja. Ihr könnt auch selber suchen, ja, kurz hier Third Person. So. Wir kontrollieren quasi diesen, es sieht ein bisschen kompliziert aus, ist aber nicht so. So, also wir kontrollieren ja diesen Charakter, wir spielen ja. Und dieser Charakter hat ja eine Kamera, ja. Von dieser Kamera aus spielt, sieht der Spieler ja diesen Spiel, ja, Charakter. Und wir wollen diesen Kamera quasi in diesem Level Blueprint als New View Target setzen. Wie geht das? Indem wir, genau, das können wir mal rauslöschen. So, ich habe jetzt den Third-Person-Character rausgezogen und wir wissen ja, dass hier eine Kamera ist, ja? Eine Kamera. Dann gehen wir wieder in so ein Level, ja? Und Steuerung B und dann sind wir wieder im Blueprint, klicken die Follow-Kamera an, das ist sehr wichtig, ja? Und dann klicken rechte Maustaste, Create a Reference to BP Third-Person-Character, ja? Und dann
als New View Target. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ah, nee, nicht so. Also der hat dort, wo die Kamera ist, gespawnt quasi. Das soll er ja nicht. Deswegen schreiben wir hier beim Third Person Character, wir klicken den an, Auto Possess, genau, Auto Possess Player 0. Ja? So, jetzt müsste es klappen. Jetzt haben wir auch Spawn nicht Ding, sondern genau. Ja, das spawnt er auch zu dem Spieler, wo er ist. Ja? So, das hatten wir ja auch erledigt. Jetzt gehen wir zu unserem Level Blueprint. Jetzt haben wir ja wieder alles eingestellt. Genau, wir haben ja das Ganze getestet und die Kamera springt nicht hin und her. Warum wohl? Da es geht, weil der Spieler geht ja durch die Triggerbox. Es wird gespielt, die Animation ist kein Problem. Und dann Set View to Target with Blend. Eigentlich wird zur Kamera, also eigentlich wird die neue Kamera quasi gesetzt, aber weil es so schnell läuft, weil hier keine Verzögerung ist, sieht es so aus, als würde die Kamera gar nicht wechseln. Ja? Wir müssen diesen Prozess verzögern und das kriegt man hin, indem man den Delay-Node einfügt. Ja? Delay. Ja, da habt ihr schon Delay. Delay-Node. Ja? Mit dem Delay-Node könnt ihr Zeitverzögerung einstellen und schreiben wir mal hier in 2 Sekunden. Was passiert? Dieser Node wird ausgeführt und es wird gewartet, bis dann der nächste Node stattfindet. Jetzt können wir das Ganze nochmal anschauen, compilen und dann, so, die Kamera springt und dann springt sie wieder zurück. Und dann, ja, das könnte ein kleines Spiel sein. Ja. Ah, nee, komm schon. Ja, zu schnell. Ja, warten wir mal kurz, bis es ganz aufgeht und... Ja, jetzt habe ich es geschafft, ja. So, das war's soweit für heute. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss.